Ja, ich denke, dann können wir mal anfangen. 10:30 Uhr, sehr pünktlich. Also ein herzliches Willkommen hier an dieser Stelle. Schon mal ein herzliches Dankeschön an alle, die zu dieser frühen Stunde hier schon hergekommen sind, um sich diesen kleinen Vortrag anzuhören. Ja, ich bin die letzten Tage etwas technisch gehandicapt gewesen, deshalb ist sehr viel ein bisschen improvisiert, aber ich hoffe, wir kriegen das alles gemeinsam hin heute. Das Thema ist nicht nur für Filme, YouTube für Hörspiele und Hörbücher, ein Vertriebskanal für die Zukunft. Das heißt, es wird ein bisschen fachlicher, aber ja, ich versuche das Ganze mit ein paar schönen bunten Bildern und Charts ein bisschen erträglicher zu machen. Ja, YouTube, ich meine, mal eine kurze Frage an die Runde. Wer von Ihnen hat schon oder schaut mehr oder weniger regelmäßig Videos auf YouTube? Ah, also das sind fast alle, halte ich mal fest. So, keine Sorge, wir machen hier keine statistische Auswertung. Gibt es denn jemand, der schon selber ein Video auf YouTube eingestellt hat? Ah, da, es wird schon weniger, es wird schon weniger. Und gibt es jemanden, der mit seinen Videos auf YouTube auch schon ein paar Euro verdient? Okay, gut. Mal so als Stimmungsbild ist doch mal ganz interessant. Ja, ich habe mal ein paar Zahlen zu YouTube mitgebracht. Die klingen jetzt alle sehr theoretisch. YouTube gibt es seit 2005, ist die weltweit größte Videoplattform. Ich glaube, das kann man ganz klar sagen. Es gibt seit 2007 auch ein Partnerprogramm. Das heißt, da können auch Leute mit YouTube ein paar Euro verdienen, mit Werbung vor ihren Videos und auf ihren Kanälen. Die Zahlen hier habe ich von YouTube selber. Von daher, also jede Minute, sagt YouTube, werden 72 Stunden Material hochgeladen. Das ist eine doch sehr große Zahl. Dementsprechend werden pro Monat 4 Milliarden Stunden Programm gesehen. Das Ganze gibt es in 53 Ländern, 61 Sprachen und 800 Millionen User hat das Ding im Monat, Pi mal Auge, sagt YouTube. Und ein sehr populäres Beispiel der letzten Jahre, ich darf das Video hier leider nicht zeigen, aber vielleicht hat es der ein oder andere gesehen, das berühmt-berüchtigte Gangnam Style-Video vom koreanischen Rapper Psy wurde innerhalb von 8 Monaten 1, ja, beinahe 1,5 Milliarden Mal auf YouTube angesehen. Also der hat damit richtig ordentlich einen Reibach auch gemacht. Riesiger Hype gewesen. Zig Nachahmer und andere Gangnam Style-Versionen, also Riesending, mal so als Beispiel. Jetzt vielleicht kurz noch ein paar Worte, wer ich eigentlich bin. Ich bin Falk Puschmann. Ich habe ein kleines Independent-Hörspiel-Label, Innovative Fiction. Wir sind seit, hier übrigens unser Kanal, mal als Beispiel. Wir sind seit Juni 2009 auf YouTube. Wir haben insgesamt 37 Videos mit einer ganzen Menge Views inzwischen für so ein kleines Hörspiellabel, muss man dazu sagen. Wir haben keine süßen Katzenvideos, die gehen auf YouTube immer am allerbesten. Und seit September 2011 sind wir eben auch Monetarisierungspartner bei YouTube mit ja bald 600 Abonnenten. Das ist auch noch recht überschaubar. Und ich möchte heute ein bisschen was darüber erzählen, welche Erfahrungen wir als Hörspiellabel auf YouTube gemacht haben und ja, was man da so machen kann. So, nackte Zahlen. Man sieht zumindest so einen kleinen Trend. Erstmal geht die Kurve so relativ am Boden entlang und dann hat so ein Peak gemacht. Das ist ganz interessant. Also wir haben wirklich die ersten 2 Jahre, die wir das auf YouTube gemacht haben, relativ wenig Klicks gekriegt. Ich glaube, unser größtes Video hatte da 1000 Abrufe, was nicht so wirklich viel ist. Und dann haben wir angefangen, unser erstes Hörspiel auf YouTube einzustellen. Das kann man sich in voller Länge auf YouTube anhören. Dafür läuft davor und danach ein kleiner Werbespot. Dafür kriegen wir ein paar Euro Cent. Und dann ging es los. Und inzwischen, klar, wir hatten den großen Peak am Anfang, aber es entwickelt sich ganz positiv. Und ja,
Was haben wir denn so alles? Man sieht hier unten in der Liste, ich weiß nicht, ob man das lesen kann, wahrscheinlich eher weniger, eine Liste unserer Videos. Also unser momentan am meisten aufgerufenes Video ist eben unser erstes auf YouTube eingestelltes Hörspiel mit 54.000 Abrufen. Nicht so viel wie ein süßes Katzenvideo, aber verglichen mit vielen, vielen anderen Videos ist das schon eine ganz ordentliche Hausnummer. Und gesetzt den Fall, wenn man sich anguckt, wie die Verbreitung eines Hörspiels heutzutage ist, ist das auch schon eine ganz ordentliche Zahl. Und unser zweites ist 23.000. Gut, schauen wir mal weiter. Also, unser Experiment Zero, unser erstes Hörspiel auf YouTube, unser Pilotprojekt, ein Science-Fiction-Thriller in Echtzeit, 66 Minuten Hörspiel, entsprechend 66 Minuten Handlung, haben wir als erstes eingestellt. Und das Interessante an YouTube ist, und das ist so ein bisschen konträr zu was man so von den üblichen Vertriebskanälen kennt, CDs, Downloads sind die ersten 2-3 Monate noch recht hoch, weil die Aufmerksamkeit noch klar auf dem Produkt liegt. Dann kommen die nächsten Hörspiele und das Produkt gerät so ein bisschen in Vergessenheit oder wird dann deutlich weniger gekauft. Bei YouTube erleben wir es, dass wir eigentlich jetzt, Experiment Zero ist jetzt ein gutes Jahr online, durchgehend einheitliche Abrufzahlen haben. Das sind etwa gute knapp 4.000 Abrufe, durchgehend seit 12 Monaten, ist eben sehr interessant, dass das eben sehr nachhaltig auch das Ganze ist. Gekommen sind wir dazu, dass wir überlegt haben, das Thema File-Sharing, ich werde das nicht in aller Ausführlichkeit ausbreiten, ist natürlich eins. Ich als Macher ärgere mich natürlich, wenn ich sehe, dass andere Leute meine Arbeit im Internet teilen und damit Geld verdienen. Es gibt ja wirklich Leute, die dann auch davon profitieren. Also überlegen, was kann man tun? Und wir haben uns dazu entschlossen, einfach mal geradewegs auf das Problem zuzugehen und das komplette Hörspiel einfach auf YouTube einzustellen, weil wenn man damit online Geld verdienen kann, warum tun wir das nicht? Dementsprechend sind wir zu YouTube gegangen, weil es einfach die größte Community in der Art ist. Es gibt schon sehr, sehr viele Hörspielvideos auf YouTube, gerade im nicht kommerziellen Bereich. Das Hörspielprojekt, da haben wir auch einen Kollegen hier sitzen, ist da sehr großer Vorreiter. Und mit diversen Videos, die auch schon die 150.000 Abrufe zusammen haben. Also da geht schon einiges. Dementsprechend haben wir gesagt, wir probieren das jetzt mal aus. Vor dem Video läuft ein Werbespot. Alternativ, manchmal werden auch direkt im Video Anzeigen angezeigt. Und je nachdem, wie diese Anzeigen eben gesehen werden von den Leuten, kriegen wir eben von Dr. Google ein paar Euro 50. Wie viel genau, darf ich an dieser Stelle nicht sagen, aber es ist nicht genug, um ein komplettes Hörspiel davon zu produzieren, aber es ist deutlich mehr als andere digitale Plattformen. Noch nicht so viel wie wir bei Audible, aber es ist sehr solide und es ist vor allem, wie man gesehen hat, sehr nachhaltig. Das heißt, das ist nicht etwa, dass ich an einem Punkt irgendwas kriege, sondern das ist schon, es baut sich auf. Ja. Also 52.000 Views in 12 Monaten. Zusätzlich, und das ist auch was ganz Interessantes, als Hörspielmacher hat man gerade im Independent-Bereich so ein bisschen Probleme festzustellen, wer hört eigentlich meine Hörspiele? Klar, freuen wir uns über jeden Kauf, aber wie sieht meine Zielgruppe eigentlich aus? Für welche Leute mache ich Hörspiele? Das ist ja manchmal auch ganz interessant zu wissen. Und auch diese Information kriege ich über YouTube. Es ist wirklich faszinierend, wie viele Informationen man kriegt. Jetzt weiß ich zum Beispiel, dass 76,2% Männer sind. Ich weiß, dass YouTube normalerweise eher ja eine jüngere Zielgruppe bedient, aber nein, die über 30-Jährigen und über 40-Jährigen sind eben bei Hörspielen sehr stark vertreten und auch das ist eine ganz interessante Anzahl. Das heißt, wir produzieren Hörspiele, wir wollen ja erwachsene Hörspiele machen und haben erwachsene Stoffe und die kommen auch bei den Leuten an, für die wir sie machen. Das ist sehr schön. Wir haben uns natürlich nicht damit begnügt, dass wir ein Hörspiel online stellen, sondern wir haben
Experiment Zero so ein bisschen begleitet mit Aktionen, wenn wir 10.000 Abrufe haben, wenn wir 20.000 Abrufe haben, dadurch die Leute noch ein bisschen dazu angeregt, das Video auch mit ihren Freunden zu teilen, weil das ist natürlich eine große Stärke bei YouTube. Ich kann das nicht nur auf meinem YouTube-Kanal haben, ich kann das überall teilen. Und ja, man kann unser Hörspiel theoretisch auf der eigenen Homepage einbauen. Man kann sie in seinem Lieblingsforum posten. Ja, man kann sie weit streuen und verbreiten und das Ganze legal. Und trotzdem, jedes Mal, wenn das Video gesehen wird, kriegen wir eben unsere 2,50 Euro. Na gut, ein bisschen weniger. Genau. Deshalb haben wir bei etwa 35.000 Abrufen von Experiment Zero unser zweites Hörspiel online gestellt und auch da war die Entwicklung etwa ähnlich. Zusätzlich, das wollte ich an dieser Stelle mal zeigen, sieht man auch, wie das Hörverhalten der User ist. Das heißt, ich sehe, wer schaltet relativ schnell wieder ab, wer hört das Hörspiel auch bis zum Ende durch. Das ist auch mal ganz interessant zu sehen. Man sieht, die Kurve geht natürlich erstmal nach unten, weil die Leute, die reingeklickt haben, stellen fest, das ist nicht so ganz unseres, die klicken weg. Aber etwa 33% hören das Ding bis zum Abspann durch. Das heißt, man hat eine sehr starke Bindung. Natürlich sind das auch sehr viele Mehrfachhörer dabei, die das dann einfach bei sich im Hintergrund laufen haben und ähnliches. Aber 33% hören das durch. Das ist über dem YouTube-Standard. Der liegt bei YouTube, gibt da so grob eine Einschätzung. Die habe ich jetzt leider nicht als Grafik dabei, aber wir sind so ein bisschen über dem Durchschnitt. Der dürfte etwa bei 25% liegen. Also 33% bis zum Ende ist schon eine sehr, sehr gute Zahl. Und auch interessant ist, ich sehe, woher die Leute kommen. Ich sehe, haben die das auf YouTube gefunden, sind die über Facebook gekommen, über irgendeine externe Plattform. Und es zeigt sich, die hauptsächlichen Abrufe kommen auch direkt von YouTube. Das heißt, ich teile das zwar auf Facebook, aber die meisten Leute sehen das zum Beispiel, wenn sie ein anderes Hörspielvideo sich anhören, kriegen sie danach vorgeschlagen, hey, hör dir doch mal Experiment Zero an, das könnte dir gefallen. Und dementsprechend sieht man, wahrscheinlich mehr oder weniger lesbar auf der Tafel, dass eben, jetzt muss ich selber mal, 30% eben direkt über die YouTube-Suche auch auf das Video kommen, beziehungsweise über die YouTube-Empfehlung kommen. Das ist für mich als Hörspielmacher schon ganz interessant, mal ein bisschen besseres Gefühl dafür zu kriegen, was, wo, wie, wo, weshalb und warum. Genau, also, ich stelle fest, Hörspiele haben eine sehr hohe Bindung. Das heißt, die Leute bleiben dran. Man sieht auch sehr schön, wo sie aussteigen. Also habe ich an irgendeiner Stelle einen Story-Twist zu viel drin, der die Leute total abschreckt? Oder ist irgendwas an dem Hörspiel, dass die Leute, da kann man schon sehr genaue Schlüsse ziehen. Und die meisten Views kommen von YouTube selber. Und wir profitieren in sehr hohem Maße zum Beispiel vom Hörspielprojekt und ihren Videos, die sie eingestellt haben, weil dann eben die Leute auch die Empfehlung kriegen, hey, hört doch mal Experiment Zero, Der Fluch oder ein anderes Hörspiel von uns. Dass das nicht alles eitel Sonnenschein ist und auch manche Experimente nicht funktionieren, haben wir auch feststellen müssen. Leider habe ich das Video nicht einbauen können, aber ich bitte das zu entschuldigen, deshalb nur in Textform eine animierte Hörprobe zu einem Fantasy-Hörspiel online gestellt. Sehr aufwendig, als quasi Minifilm. 12 Minuten kann man sich so quasi die Vorgeschichte anhören. Das ist eigentlich ein abgeschlossenes Hörspiel. Das hat in der gleichen Zeit wie Experiment Zero gerade mal 7.000 Abrufe erzeugt. Das heißt, nicht alles kommt bei der Zielgruppe an, nicht alles funktioniert. Auch machen wir sehr viele Videos mit Hintergrundmaterial, Interviews, wie machen wir unsere Hörspiele, wie entstehen die Hörspiele. Auch diese Videos werden deutlich weniger geklickt, da hat man dann gerade mal 100 bis 200 Abrufe drauf. Das sind so die Erfahrungen, die man machen kann. Daraus kann man ungefähr ableiten, was braucht man, um einen YouTube-Kanal für Hörspiele aufzustellen, außer alle Rechte zu besitzen. Also es zeigt sich, man muss mindestens einmal pro Monat ein Video hochladen, im Optimalfall ein Hörspiel, weil das zieht die meisten Leute.
Trotzdem macht es durchaus Sinn, auch weitere Videos auf die Seite zu bringen, einfach nur, um Aktivität auf der Seite zu erzeugen. Dann hilft Personality sehr viel auf YouTube gerade. Klar, die Vlogger und die ganzen Gurus und die ganzen sonstigen Figuren auf YouTube ziehen wahnsinnig Leute. Das heißt, Personality zieht sehr stark auf YouTube. Persönlichkeit zeigen. Also nicht nur, ich bin eine Firma und ich mache Videos, sondern eben zeigen, wer sind wir, was machen wir. Das zieht auf jeden Fall. Und man muss bedenken, YouTube ist eine Community, wie Facebook, wie ein Forum. Ich muss da also Aktivität zeigen und ich muss auch mit der Community interagieren. Wenn meine Videos kommentiert werden, dann sollte ich einen Kommentar zurückschreiben. Hey, dein Video hat mir gefallen. Cool, danke, freut mich zu hören. Im einfachsten Fall. Tja. Und dann bin ich wahrscheinlich in Rekordzeit, Viertelstunde, schon durch meinen Vortrag durch. Ich hoffe, ich war nicht zu schnell. Ansonsten haben wir jetzt die tolle Möglichkeit, gibt es Fragen? Eine Frage? Okay. Also, die Frage war, ob es nicht sinnvollere Plattformen für Audio gibt, weil YouTube, klar, Video. Es gibt auch Plattformen für Audio, Soundclouds fielen mir da spontan ein. Spotify ist natürlich auch so eine Sache, die gerade für Musik sehr am Kommen ist. Spotify, kann ich sagen, ist für mich jetzt als Macher weniger interessant. Wir haben unsere Hörspiele übrigens auch bei Spotify eingestellt, deshalb haben wir so ein bisschen den Vergleich. Spotify geht das Hörspiel so ein bisschen unter, weil es das nicht als Kategorie gibt. Plus Spotify wird eben hauptsächlich das, was an populärer Musik eben gerade im Trend liegt, gehört, so meine Erfahrung. Von daher, Hörspiele gehen da so ein bisschen unter und ich brauche eine extra Software, die muss ich mir installieren. Plus, was auch für viele abschreckend ist, ich brauche einen Facebook-Account, damit ich mich bei Spotify anmelden kann, weil das ja sehr eng verquickt ist. Und Soundcloud, ja, ist eine Möglichkeit, aber Soundcloud hat meines Wissens, aber da darfst du mich gerne korrigieren, wenn sich das inzwischen geändert hat, keine Anzeigen. Das heißt, du kannst keine Werbung davor einblenden. Ist ein negativer Punkt, das heißt, man müsste sich selber für die Werbeeinbindung kümmern. Und bei YouTube ist der Vorteil, das Ganze läuft im Browser, ich kann es einfach teilen, es nutzen die meisten Leute und interessanterweise funktioniert das auch ganz gut mit Hörspielen. Also ohne wirklichen Bildinhalt. Allerdings muss man dazu sagen, man muss auf jeden Fall auch darauf achten, dass man auch das Video nicht komplett vernachlässigt bei YouTube. Denn YouTube schaut sich ja die Videos an. Gut, nicht Herr YouTube persönlich, sondern seine vielen kleinen Filterungen und Systeme. Und da wird man auch mal hingewiesen, wenn ein Video zu statisch ist und das eventuell uninteressant für Werbekunden sein kann, dann wird man auch von YouTube auch darauf hingewiesen, hey, guck dir doch mal das Video an, irgendwie ist das nicht so ganz das Wahre. Habe ich die Frage beantwortet? Sehr schön. Noch weitere Fragen? Kleiner Moment. Oh, ja, sehr schön. Du hast gesagt, dass man am Anfang und am Ende Werbung hat und unter Umständen auch mittendrin. Kann man das bestimmen oder wird das dann automatisch eingefügt, Werbung mittendrin? Was bei einem Hörspiel ja wirklich nicht so schön ist. Was bei dem Hörspiel wirklich nicht so schön ist, da gebe ich dir recht. Man kann das einstellen. Also es gibt eine Pre-Roll und eine Back-Roll, heißt das glaube ich, und eine Mid-Roll. Dementsprechend kann man entscheiden, wo möchte man die Werbeplätze setzen und man kann für die Mid-Roll genau die Position bestimmen. Also ich könnte sagen, genau ab Minute 23, wenn jetzt gerade eine dramatische Pause im Hörspiel ist, könnte ich dir jetzt meine Werbepause einblenden. Das geht eigentlich auf Sekundenbasis. Und haben wir bis jetzt noch nicht gemacht, weil ich auch der Meinung bin, ein Hörspiel will man ja ununterbrochen hören. Es wäre was, was man mal ausprobieren kann, ob die Leute da mitziehen, aber bisher haben wir es noch nicht gemacht. Oh, noch eine. Noch eine Frage. Das macht nicht. Ja, doch. Technik. Hat man auch Einfluss drauf, was für Werbung da geschaltet wird? Es gibt ja auch Sachen, wo man sagt, dafür möchte ich nicht, dass das nicht mit Werben, also dass das irgendwie mit mir in Verbindung gebracht wird.
Also als einfacher Monetarisierungspartner, da muss man vielleicht noch ein bisschen ausholen. Wir sind halt einfacher Monetarisierungspartner. Als der haben wir nur indirekt Einfluss darauf. Es wird hauptsächlich dadurch gesteuert, zum einen, welche Leute unsere Videos angucken und zum anderen, welche Schlüsselwörter wir an das Video hängen. Also man gibt ja solche Zusatzinformationen wie, das ist Hörspiel, das ist Science Fiction und so weiter, wonach man ja auch bei YouTube sucht, und danach werden eben passende Werbeinhalte gesucht. Es kann auch sein, dass da überhaupt keine Matches gibt und dann wird auch keine Werbung angezeigt, wenn sie nichts Passendes haben. Wirklich Einfluss haben, welche Werbung jetzt genau gezeigt wird, hat man in dem Fall leider nicht. Das hätte man, wenn man zum Beispiel zu einem YouTube-Netzwerk geht. YouTube-Netzwerke sind quasi größere Organisationen, die quasi so ein Mittelsmann zwischen dem einzelnen YouTuber und YouTube darstellen, die dann auch sich direkt auch selber um Werbekunden kümmern. Dementsprechend, wenn es zum Beispiel ein Netzwerk für Hörbücher und Hörspiele gibt, könnte eben das Netzwerk sich passende Werbung raussuchen. Aber der einfache YouTuber hat normalerweise nichts mit dem, keine Einflussmöglichkeiten auf die Auswahl. Man kann nur sagen, ich möchte zum Beispiel keine Textanzeigen in der Mitte haben oder ich möchte keine Videoanzeigen haben, ich möchte nur Textanzeigen. Das geht auch. Allerdings verdient man natürlich mit reinen Textanzeigen auch weniger als mit wirklichen Werbespots. Noch Frage beantwortet? Ansonsten noch Fragen? Dann bitte. Ich habe noch eine Frage. Ah. Wenn man zum Beispiel ein Hörspiel produziert hat, öffentlich-rechtliche Sender, dann hat man das automatisch so getimt, sagen wir mal, dass man 53 oder 55 Minuten macht, weil man weiß, danach kommt noch ein bisschen Werbung. Also das heißt, also auch wenn das später auf CD gepackt wird, dann hat eben so eine CD dann meistens so 55 Minuten. So, wie stelle ich mir das so in Zukunft vor, wenn man jetzt immer mehr YouTube auch einsetzt, um es zu monetarisieren? Werdet ihr vielleicht die Hörspiele auch demnächst so schreiben, dass eben an bestimmten Stellen dann eben, dann eben die berühmte Midroll kommt, wo man was einbauen kann? Das ist natürlich eine interessante Frage. Also grundsätzlich, man hat bei YouTube keine wirklich fühlbare Grenze mehr. Also es gab eine Zeit lang, da waren es die 15 Minuten, die man erstmal nur zur Verfügung hatte. Deshalb sieht man das bei einigen älteren, nicht kommerziellen Hörspielen, dass die noch in Teilen auf YouTube eingestellt sind. Inzwischen ist es so, man kann wirklich mehrere Stunden Material da auch einstellen. Dann kann man durchaus drüber nachdenken, noch eine Midroll reinzuschneiden, wenn man sagt, okay, hier ist die CD-Grenze. Wäre eine Möglichkeit. Ich meine auch dramaturgisch, ne? Dass man dementsprechend auch dramaturgisch, ja. Also die Geschichte wir so haben entwickelt. Es jetzt noch nicht geplant. Wir sehen, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, wir sehen YouTube nicht als unseren primären Vertriebskanal. YouTube ist vor allem auch interessant für den Backkatalog, den man eventuell haben. Also die Titel, die gerade frisch auf CD kommen, aber die Titel, zum Beispiel X-Men Zero erschien 2009, No Harm Done. Das heißt, gerade für die Titel, wo man sagt, über andere Vertriebskanäle geht da eh nicht mehr viel, ist das durchaus eine sehr interessante Möglichkeit, nochmal zusätzlich ein bisschen was rauszuholen. Natürlich, wenn man wirklich auch Content hat und den Kanal auch deutlich besser erschlossen hat, also 600 Abonnenten ist jetzt nicht wirklich viel. Wir haben hier YouTuber in Deutschland, die so gerade die Millionengrenze erreicht haben. Also da sind wir, haben wir noch ein bisschen Luft nach oben. Dementsprechend die Abonnenten kriegen natürlich die Videos immer direkt in ihrer Timeline angezeigt, in ihrer Feed, und dementsprechend werden die eher darauf aufmerksam. Aber mit 600 Abonnenten würde ich das jetzt noch nicht als Hauptvertriebskanal sehen. Ja. Gibt es sonst noch Fragen? Gibt es sonst noch Fragen? Es kommen immer mehr Leute. Schön. Ansonsten, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann sage ich schon mal vielen, vielen Dank für alle, die hier waren. Und wenn doch noch im Nachhinein Fragen ankommen, einfach drüben Stand der Hörspielgemeinschaft. Da werde ich den meisten Tag auch noch stehen und auch noch die nächsten Tage und dementsprechend auch gerne noch Fragen beantworten. Ansonsten vielen Dank.